طيب، der Hadith von Abu Musa al-Ash'ari, man salla al-Bardain. Das ist ein ungewöhnlicher Name für das Salatul Fajr und das Salatul Asr. Al-Bardain, Dualform von Bard. Al-Bard kommt von dem Wort kühle Kälte. Und das Salatul Fajr und Salatul Asr werden so genannt, weil sie, ich sag mal so, an den kühlsten Teilen des Tages stattfinden. Das Salat al-Fajr, der kühlste Teil am Anfang des Tages. Und das Salat al-Asr ist ja kurz vor Sonnenuntergang, beziehungsweise danach ist ja der Tag vorbei. Also am Ende des Tages ebenfalls der kühlste Teil des Tages. Deswegen wird das al-Bardain genannt. Und ist hiermit gemeint, dass jemand, der diese zwei Gebete regelmäßig verrichtet und andere Gebete vernachlässigt, dass er ebenfalls davon betroffen ist? Das ist nicht damit gemeint. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt diese zwei Gebete ganz spezifisch aus dem Grund, weil sie an Tagesabschnitten stattfinden, in denen der Mensch meistens die Gebete vernachlässigen würde. Das Salat al-Fajr findet statt zu einem Zeitpunkt, in dem der Mensch schläft. Und das Salat al-Asr findet in der Zeit statt, in der die meisten Menschen auf Hochtouren mit ihren täglichen Routinen beschäftigt sind, mit ihren Arbeiten beschäftigt sind. Manche haben aber gesagt, dass das Wort Bardain sich auf das Fajr und Isha bezieht und nicht Fajr und Asr. Und in diesem Fall ist es auch ersichtlich, warum, weil das Salat al-Isha ist der Tag, man hat gegessen, man ist müde, man ist voll und satt, wird faul und träge. Aber wer sich zu diesen zwei Gebeten, wer diese zwei Gebete verrichtet, der wird erst recht dann auch die anderen verrichten, die ihn durchaus weniger Mühe abkosten. Muttafaqun alayhi, auch bei Bukhari und Muslim überliefert.